Hey, was geht? Heute schauen wir uns mal an Tiere, die sich wie eine Vorstellung gelegt haben. Interessant. Machen wir mal los. Ah, bevor wir losgehen, ich begrüße die Bianca, die jetzt solche Kinder mich lässt, gebeten, sie zu begrüßen. Also mache ich das mal jetzt. So. Ja. Lass uns loslegen, oder? Das immer. Ach ja, es geht um Löwen, nicht um Tiere. Löwen sind die besten Raubtiere. Deshalb wollen sich die meisten Tiere nicht mit ihnen anlegen. Es mag dich jedoch überraschen, dass sie manchmal in Situationen geraten, die sie nicht erwartet haben. Heute zeigen wir euch 15 Momente, in denen Löwen auf den falschen Gegner treffen. Okay. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergesst nicht, uns zu abonnieren. Ah, mit Löwen zu sein, ich habe was irgendwann bedient. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Haben wahrscheinlich einen Gegner gefunden. Nummer 15. Man sollte meinen, dass ein Löwe ein hirschähnliches Tier leicht besiegen kann, aber eine Oryx ist eine ganz andere Rasse. Sowohl Männchen als auch Weibchen haben Hörner, was ihnen den Spitznamen Schwerantilope einbrachte. So bekommt ihr den Eindruck davon, wie sich eine Oryx-Antilope verteidigen würde. Eine Herde lässt sich leicht verscheuchen, aber eine einzelne Oryx-Antilope steht ihrem Mann. Im Video versuchen mehrere Löwen auf eine Oryx-Antilope loszugehen, aber sie ziehen sich schnell zurück, weil sie wissen, dass ein Stich ihrer Hörner tödlich sein könnte. Ja, damit ist nicht so schlafen. Wie würdest du dich fühlen, wenn du von einem Rudel hungriger Löwen umgeben wärst? Alle schauen dich an, als wärst du die seltsamste Delikatesse, die sie je gesehen haben. Das ist normalerweise die Reaktion, die ein Stachelschwein bekommt. Es wirkt sehr klein im Vergleich zu den hungrigen Löwen, die es umzingeln. Aber ein Stachelschwein hat, wie sein Name schon sagt, Stacheln, die es auf Distanz halten. In diesem Video sehen wir sogar ein Stachelschwein, das es mit insgesamt 17 Löwen zu tun hat. Das Stachelschwein bleibt standhaft, denn es weiß, dass die Löwen, selbst wenn sie angreifen, seinen Panzer nicht durchbringen können. Nummer 13. Giraffen sind eines der wenigen Tiere, die sich gegen Löwen wehren können. In diesem Video versucht ein Löwe, eine Giraffe zu fangen, und sie wird auf den Kopf gestellt und durch die Luft geschleudert, als wäre sie nichts. Giraffen haben eine unglaubliche Körpermasse und lange Beine, die ihnen die Fähigkeit verleihen, katastrophale Tritte auszuführen. Außerdem befinden sich alle ihre lebenswichtigen Organe mehrere Meter über dem Boden, was es den Löwen erschwert, ihre übliche Strategie anzuwenden und ihnen an die Gurgel zu gehen. Selbst wenn ein ganzes Löwenrudel auftaucht, geht die Giraffe als Siegerin hervor. Diesmal ist sie schlauer und schneller als die Löwen und schafft es, in einem Labyrinth aus verdrehten Bäumen zu entkommen. Nummer 12. Manchmal heißt es, dass man im Dschungel lieber einen Büffel als einen Löwe sein möchte. Wenn du dachtest, dass ein Löwe schon ein wildes Tier ist, dann sieh dir dieses Video an, in dem ein Büffel einen Löwen wie ein Spielzeug in die Luft wirft. In einem anderen Fall wurde ein Büffel im Krüger Nationalpark von Löwen in die Enge getrieben. Auch in diesem Fall scheint der Löwe keine Chance gegen den Büffel zu haben, denn wie wir im Video sehen, wird der Löwe 5 Meter in die Luft geschleudert. Eine weitere berühmte Begegnung zwischen Büffel und Löwe ist die Flucht eines Löwen in einen Baum vor einer wütenden Büffelherde. Nummer 11. Eine Elefantenherde kann man unmöglich angreifen, aber wenn ein Löwe einen einzelnen Elefanten sieht, ist das dann... Hab ich gedacht, dass sie sich mit den Elefanten anlegen. Was diese jedoch vergessen hat, ist, dass afrikanische Elefanten mehr oder weniger so groß wie ein kleines Haus sind. Löwen sind im Vergleich zu ihnen wie Katzen. Der Elefant bläst seine mächtige Trompete, um sie aufzustecken, bevor er flieht. Eine entschlossenere Gruppe von Löwen umzingelte ein Muttertier, aber sie machten einen Fehler. Zwischen ihren Beinen war ihr Kalb versteckt und es gibt nichts Grimmigeres als einen beschützenden Elefanten. So beschlossen die Löwen schnell, sich zurückzuziehen. Besser. Nummer 10. Für Hunde spielt es keine Rolle, ob du ein großer, mächtiger König des Dschungels bist, denn sie haben vor niemandem Angst. In diesem Video greift der Hund nicht nur einen, sondern gleich zwei Löwen an und bellt sie an wie ein wildes Tier. Man kann sogar die Verwirrung der Löwen sehen. Vielleicht ist dieses kleine, überraschend aggressive Tier gefährlicher, als sie dachten. Selbst wilde Hunde sind dafür bekannt, Löwen zu verscheuchen. Vor nicht allzu langer Zeit wurden einige Hundearten darauf abgerichtet, Löwen zu jagen. Die Rhodesian Ridgebacks zum Beispiel waren ausgezeichnete Löwenjäger, die nicht nur ihre Beute aufspürten, sondern auch wussten, wie sie sie in Schach halten konnten. Ich hab bloß vielleicht noch eine Katze oder sowas. Nummer 9. Ein Nashorn ist eines der wenigen Tiere, die einem Löwen den Rücken zuwenden und weglaufen können, ohne sich umzudrehen. In diesem Video sehen wir ein Nashorn irgendwo im Krüger Nationalpark, das zweimal versucht, einen Löwen zu verscheuchen. Bei einem anderen erstaunlichen Vorgang.
steckt, während drei Löwen auf der Suche nach einer schnellen Mahlzeit sind. Es ist unglaublich, wie schnell ein 2 Tonnen schweres Nashorn manövrieren kann. Ich denke, es ist ziemlich klar, dass Nashörner mit ihren tödlichen Hörnern und ihrem panzerartigen Körper zu stark sind, um jemals als Beute für einen Löwen in Frage zu kommen. Krass. Nummer 8. Löwen können ziemlich wild werden, aber eine Schlange fällt nicht gerade in die gleiche Kategorie von Beute, die sie gewohnt sind. Fast jedes Mal wird der Löwe von diesem großen Tier verblüfft, dessen Fuß der seinen entspricht. In diesem Video versucht ein Löwe eine Schlange zu fangen, aber stattdessen bekommt er selbst die Prügel. Der Löwe kann einem fast leid tun. Je nach Schlangenart können sie durchaus eine Bedrohung für den Löwen darstellen, vor allem wenn sie ihn mit ihrem Gift beißen. Kaum etwas ist furchterregender als die leuchtenden Augen einer Schlange, wenn sie sich zum Angriff ergibt. Nummer 7. Mungos sind kleine fleischfressende Säugetiere, die sich wahrscheinlich nicht wirklich für den Titel des Königs des Dschungels qualifizieren. Aber wenn du ein Mungo mit einem Löwen kämpfen siehst, änderst du vielleicht deine Meinung. Es ist bekannt, dass Mungos mit bis zu 4 Löwen... So sie, wo wir immer gegen Schlangen kämpfen, gell? Sie scheinen überhaupt keine Angst zu haben, aber Experten sagen, dass eines der Jungtiere in der Nähe sein muss, um eine solch aggressive Reaktion hervorzurufen. Mungos wagen sich auch an Pythons, Paviane und sogar an giftige Skorpione heran. Nummer 6. Zebras sind eine der Lieblingsmahlzeiten der Löwen, aber selbst Zebras schaffen es manchmal, dem König des Dschungels zu entkommen. In diesem Video sehen wir, wie ein Löwe ein Zebra angreift und versucht, es zur Strecke zu bringen. Aber ihr werdet überrascht sein, was dann passiert. Richtig, das Zebra gibt den Kampf nicht auf, schafft es sich zu befreien und erfolgreich zu entkommen. Dies war jedoch nicht das einzige Mal, dass ein Zebra... Ich erinnere mich gerade, als ein Mal rauskommt, in dem Video stürzt sich eine Löwin auf ein Zebra, aber ein anderes Zebra kommt zu Hilfe und schafft es, die Löwin aus dem Weg zu treten. Nummer 5. Welches Tier ist deiner Meinung nach gefährlicher? Ein Löwe oder ein Nilpferd? Ganz ganz schwierig. Ein Nilpferd. Diese furchterregenden und aggressiven Tiere können dein Kanu in 2 Hälften zerreißen, wenn du dich in ihr Gebiet wagst. In diesem Video sehen wir ein Nilpferd-Muttertier, das von einer ganzen Gruppe von Löwen umzingelt ist. Sie versuchen sie zu zerkratzen, damit sie aufgibt, aber das Nilpferd schafft es schließlich zu entkommen. In einem anderen Video sehen wir, wie ein Löwe Wasser trinkt, während ein Nilpferd wie ein Krieger aus dem Wasser stürmt, um seine Dominanz zu zeigen. Nummer 4. Stellt euch vor, ihr seid ein verletzter Löwe, ganz allein im stockdunklen Wald und plötzlich hört ihr bedrohliche, lachende Laute von einem Rudel Hyänen. Das ist ein ziemlich erschreckendes Szenario. Schon? 2 oder mehr Löwen können einen Hyänenrudel leicht verscheuchen, aber in diesem Fall wird der Löwe verletzt und auf sich allein gestellt. Hyänen jagen hauptsächlich in Gruppen. In diesem Fall gelang es dem Löwen zu entkommen, obwohl er von mehreren Hyänen umzingelt war. Nummer 3. Bienen sind nicht nur für Menschen lästig, sondern können auch für andere Tiere, einschließlich Löwen, lästig sein. Hier sehen wir ein Löwenrudel, das Pech hat, sich in der Nähe eines Bienennestes im Schatten auszuruhen. Langsam tauchen die Bienen auf und stechen den großen Löwen direkt in die Nase. Afrikanische Bienen sind viel aggressiver als europäische Honigbienen. Eine Reihe von Fotos zeigt ein Löwenrudel, das ein friedliches Nickerchen hält, als ein Schwarm wütender Bienen mit ungeahnter Wut auf sie losgeht. Ah, damit ist es nicht schwer. Nummer 2. Löwen und Bären leben nicht in demselben Lebensraum. Das Einzige, was Löwen mit Bären gemeinsam haben, sind Spitz- und Breitmaul-Nashörner in Afrika. Abgesehen davon treffen sie sich nicht, aber es gab schon einmal eine Begegnung zwischen ihnen. In diesem Video sehen wir, wie ein Löwe mit einem Bären kämpft. Sie wälzen sich auf dem Boden und versuchen dann, sich gegenseitig abzuschütteln. Wenn es jedoch um Nahrung geht, scheint der Bär nicht so leicht aufzugeben. In diesem Video sehen wir einen Bären zusammen mit einigen Löwen in einem Tiergehege in China. Wer sich gedacht hat, dass es eine gute Idee war, diese 2 Tiere zusammenzubringen, ist nicht klar. Gott. Nummer 1. Der Honigdachs ist ein Tier, das dafür bekannt ist, vor nichts Angst zu haben. Schlangen können ihm nichts anhaben, da er gegen deren Gift immun ist. Aber selbst wenn sie mit einem ganzen Rudel hungriger Löwen konfrontiert werden, bleiben sie erstaunlich entspannt. Die Haut eines Honigdachses ist unglaublich dick, sogar dicker als die eines Büffels. In diesem Video versuchen die Löwen, die Honigdachse zu fangen, müssen aber bald feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, sich durch ihre Haut zu beißen. Seid ihr jemals einem Löwen in freier Wildbahn begegnet? Okay, das war's schon. So, das war's.
Ja, war ziemlich interessant. Wir sehen uns morgen wieder. Ich produziere vor, ich bin nämlich ein bisschen spät heute. Habe einen komischen Schlafrhythmus wieder. Deshalb bekommt das Video auch später, falls ihr euch wundert. Das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns. Ah, habe ich ja schon gesagt, wir sehen uns morgen wieder. Ich produziere heute aber noch vor für die Woche. Dann gucke ich mal am guten Donnerstag im Rathaus vorbei. Gucken, ob dort was schön ist oder so. Nett. Ja. Wenn du mich treffen wolltest, bin ich dort. Also bis dahin, tschüss.